So, weiter geht's heute mit der nächsten Nebenquest. Die heißt Die alten Zeiten. Wir wollen natürlich Level 15 irgendwann erreichen. Ja, gut, müssen wir natürlich Nebenquests machen. So, in der letzten Folge haben wir einen Typen befreit. Eine Büste geborgen. So ein Eltern gemacht. Wir waren kurz beim Schmied. Haben das, was wir jetzt gerade so ein bisschen an Waffen haben, aufgerüstet auf unsere Stufe. Und lohnt sich auf jeden Fall. Hat sich auf jeden Fall erstmal gelohnt. Sagen wir es mal so. Und natürlich haben wir. Wieder genug Erfahrungspunkte mitgenommen. Und das wollten wir ja auch. So, dann ist hier vorne die nächste Quest. Ja, eigentlich hätten wir Level 15. Müssen wir, wie gesagt, Level 15 erreichen, weil wir. Ich habe Fähigkeitspunkte, ne? Einen und einen. So, was haben wir hier? Okay. Ja, das nehmen wir mit. So, auf jeden Fall nehmen wir die mal mit. Kann man hier noch irgendwas mit zum Mitnehmen? Ja. Okay, ich dachte, wir hätten hier eine Möglichkeit, irgendwas zu kaufen. Wäre nicht den Fall. Wir sind am Hippodrom. Und hier befindet sich die alten Zeiten. Senator, bist du das? Bayek, der griesgrämige Sivana. Ich heiße jetzt Claridas. Was treibt dich denn hierher? Achso, das sind nicht wir. Icarus war tausendmal besser als du. Wer wird euch Grüne jetzt anführen, Malakia? Du saugst doch an der Zitze. Du glaubst, du bist reif für den Cursus Magnus? Du Pferdeschiss! Lasst Nikias in Ruhe. Icarus Tod war ein düsterer Tag für uns. Lasst ihn in Frieden trauern. Ah, hey, ich bin allein. Ich habe nur gefragt. Ah, frag doch meinen Fuß. Vergiss es. Triff uns dann in der Taverne. Bitte? So, okay. Halten zum Verfolgen. So, wir sollen mit Claridas in der Taverne quasseln. Wir sollen mit Claridas quatschen in der Taverne. So. Ah, wie gesagt, ich hätte tatsächlich mal so ein Spiel schauen sollen. Aber ich habe jetzt zwei Bögen. Das ist erstmal der. Das wollte ich jetzt erstmal. Ja, wie gesagt, unser großes Ziel ist halt immer noch Level 15 zu erreichen. Wir sind immer noch Level 13. Gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Wenn ich mit der ganzen Motor rennen würde. Und nein, ich werde jetzt natürlich nichts Politisches hier loslassen, von wegen mit den Grünen und alles drum und dran. Ich glaube, das geht durch Social Media genug rum.
Ich halte mich da einfach raus. Ich will zocken und nicht hier irgendwelche politischen Diskussionen lostreten. So, wo ist denn die Taverne? Soll da durch? Ja. Ich sah dich letzten Monat als 5 Wagen in der Kurve zusammen. Und ich sagte, ich habe nicht von deinem Schwein gesprochen, sondern von deinem Weib. Bayek, wie lange ist es her? Ein Jahrzehnt? Oder mehr? Du hast Siva schon lange verlassen, ha? Einen neuen Namen hast du auch. Ich musste. Claridas ist ein viel besserer Name für das Hippodrom. Erinnerst du dich an die Pferde damals in Siva? Ha? Oh, die Klepper? Hätte nicht gedacht, dass du je wieder da rauskommst. Siva. Klein, arm und hässlich. Das einzig Schöne dort, Aya, hat es sich verändert. Oder sie? Dinge ändern sich. Auch Menschen. Ich brauche mehr zu trinken. Ja gut, sein großes Ziel ist es ja, den Mörder von seinem Sohn zu finden, ne? Verzeiht, Nepp. Ich hörte Claridas sagen, ihr werdet früher Rennen gefahren. Mein Vater unterstützt die Grünen von Prasina. Und wir brauchen dringend einen guten Lenker. Ich bin nur hier, um zu trinken und zu vergessen. Lass ihn in Ruhe, Nikias. Hier trinken heute echte Männer. Bayek, komm. Ich zeige dir etwas Inspirierendes. Hä? Folge Claridas. Jetzt oder nie? Ich bin doch schon da, alter Mann, ist kein D-Zug. Bitte, Claridas. Ich bin schon lange nicht mehr Senefer. Warum der neue Name? Um im Hippodrom erfolgreich zu sein, müssen dich die griechischen Häuser akzeptieren. Also, ein griechischer Name. Du gabst deinen Namen auf. Deine Heimat. Siva bedeutet mir nichts. Die Griechen sehen auf uns herab, aber scheiß drauf. Ich esse und trinke gut mit meinen Gewinnen. Ich hätte nicht den Ehrgeiz, im Hippodrom rennen zu. Du? Nein, niemals. Die jubeln für mich. Außerdem bräuchtest du einen Sponsor und einen guten Wagen. Ich glaube, der ist ein bisschen betrunken, der Kollege hier. Oder sehr schwerfällig. Dieser Ikarus war ein wahrer Held. Wusstest du, dass er 1000 Rennen gewonnen hat und doppelt so viele überlebt? Sieh nur, wie sie Ikarus geliebt haben. Unsere Götter haben nie irgendwas für mich getan. Sei froh, dass ich fortging. Wäre ich geblieben, wäre Aya die meine. Du bist betrunken. Und dein Arsch. Du weißt ja nicht, was ich aufgegeben habe. Oh, die Welt ist hart. Du hast damals immer auf mich herabgesehen. Hieltest dich für was Besseres. Ich habe nie... Ist doch egal. Jetzt bin ich berühmt. Zu welchem Preis? Du gabst deinen Namen, deine Heimat, deine Götter auf. Es war deine Wahl. Und es brachte mir so viel Geld und Frauen, wie ich will. Du wolltest immer berühmt sein. Aber das treibt nicht uns alle an. Und du wolltest immer nur Aya und kleine Bayeks. Warum hast du deinen Traum aufgegeben? Genug.
Kämpfe gegen Claridas, warum? Total verloren. Lebst du noch? Kein Schädel oder was? Du wirst alt. Und ich brauche eine Abkühlung. Das Bier schlägt härter zu als du. Was in Dionysos Namen hattest du letzte Nacht mit Nikias zu besprechen? Nikias? Wer? Komm mir nicht so. Ich hab's gesehen. Was denn? Glaubst du, sein Vater nimmt dich einfach so in die grüne Mannschaft von Prasina auf? Glaubst du, du könntest einfach so losfahren und Rennen gewinnen, ohne Übung, ohne Talent? Verpiss dich doch! Vielleicht sollte ich zu diesem Nikias gehen und hören, was er mir anbietet. Wenn du siegen kannst, Clary, das kann es nicht so schwer sein. Du solltest vorher beten. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, um im Hippodrom zu überleben. Die Götter werden uns zusehen und entscheiden. Du hast deine Götter, ich hab meine. Wir werden sehen, wer von uns den Ruhm einfährt. Genug ist abgeschlossen. Sollen die Götter dich im Hippodrom beurteilen? Naja, das war wohl schon wieder die Mission hier. So, nächste Mission direkt hinterher. Der wilde Ritt, würde ich sagen. Ja, wir haben eben ja mehr oder weniger mit. Wir haben eben, wie gesagt, das ist ein bisschen zu tun an Missionen. Trotzdem brauchen wir noch gar nicht angehen. Erstmal. Haben wir noch nicht. Ja, nicht ganz. Wir müssen jetzt noch eine Mission machen. Dann sind wir. Wir haben, wie gesagt, übelst viele Nebenquests hier unten noch, ne? Letzte Leibwächter, das ist eine 15er Mission. Der Plagiator ist eine 11er Mission. 10, 11. Ja, ich denke, das macht jetzt am meisten erstmal Sinn. Schauen wir hier unten. Aber wahrscheinlich erstmal wichtige Dinge. Ja, Prüfung der Sache. Okay, das ist eine Linksmission. Was haben wir hier? Geschenk der Götter. Ja, ich denke, das macht jetzt am meisten Sinn, die Mission anzugehen. Aber das machen wir in der nächsten Episode. Wir sehen uns dann wieder. Morgen um 12, wenn ihr Bock drauf habt. Bis dahin. Tschüss.